So, neben mir eine der größten Persönlichkeiten im deutschsprachigen Musikraum. Jeder kennt ihn. Ich glaube, ich muss nicht viel dazu sagen. Roberto Blanco. Eine Ehre. Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung hier. Was treibt Sie denn ins schöne Vorarlberg? Ja, was treibt mich der? Die Musik. Die Musik. Und mit meinem Produzent, Al Walzer, wir haben angefangen, dieses Projekt in Los Angeles. Und die Steigerung ist, dass wir hier in Vorarlberg weitermachen. Nuestro amigo aquí, Adam, hier Marco. Marco Adam, ja. Die Steigerung von Los Angeles, in diesem Fall Vorarlberg für Sie. Ja? Ja? Entschuldigung mal, wenn man anfängt ein Projekt in Los Angeles und man endet in Vorarlberg, das ist schon eine Steigerung, oder? Sounds like a happy end. Happy End, ja, genau. Perfekt, uns freut es auf jeden Fall, dass Sie heute hier sind. Dankeschön. Und wir sind im Studio von Marco Adami. How long do you have this studio here? The studio is quite new. We have built the studio in the next in the, this year, but I was in Rome for 13 years with the copy of the studio, and I made a lot of important works, and this is the last important work with Roberto Blanco, that's a great singer, and with Al Walzer, that wrote a beautiful song and super produced it. So I'm very happy about it. And you see, this is a Steigerung. Rom vor Adelberg. Es wird ein neuer Song produziert. Al Walzer auch mit dabei. Gibt schon was zu verraten drüber? Was erwartet uns beim neuen Song? Es ist ein ganzes Album. Es ist nicht nur ein neuer Song. Wir machen. Angefangen in Los Angeles und die letzten zwei. Ja, es ist der Abschluss, den wir hier wirklich machen. Wir nehmen zwei Songs auf. Wir haben gestern einen aufgenommen, heute den letzten. Und das Album ist, es spritzt wirklich vor tollen Farben, viel Neues. Man wird den Roberto hören, wie man ihn noch nie gehört hat. Sehr Teilweise, ja. Teilweise. teilweise, also Also ich ich bin kenne es, 61 Jahre vorbei, ja, aber teilweise. aber die Musik ändert sich ja. Also wir haben heute Sounds im Jahr 2017, die es noch nicht gab vorher. Ja, Also von das dem her konnte man es noch gar nicht. Aber ich meine, Roberto ist sehr bunt in seiner Musik, und deswegen macht es für mich auch sehr, sehr toll, mit ihm zu arbeiten, weil er sehr flexibel auch ist musikalisch. Aber nochmal, gewisse Sachen sind sehr neu, man erwartet es nicht von ihm. Gewisse Songs, die wir machen, rein produktionstechnisch. Es ist deutsch, aber ich würde sagen, dass das große Zielpublikum, das er schon seit Jahrzehnten genießt, dass die sich auch zu Hause fühlen werden bei dieser Musik. Und dass wir auch noch Junge, wie du zum Beispiel, auch abholen wollen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Projekt. Ich freue mich riesig drauf, wenn es rauskommt. Und ich darf schon seit einem knappen Jahr an diesem Projekt arbeiten, leitend. Und es ist also auch eine Ehre. Roberto, wie würdest du denn selber deine Musik beschreiben? Ich bin kein Mensch, der sagt, ich beschreibe, ich bin so, ich bin ein Musiker, ein Sänger, der auch Schlager singen kann. So beschreibe ich mich. Und ich habe Gott sei Dank die Stimme, die Kraft, der Rhythmus. Ich habe südamerikanisch mein Blut, bis Walz, bis alles. Also ich kann alles singen, und darum, ich hoffe, dass das neue Projekt, was ich mit Hall gemacht habe, dass die Leute positiv überrascht sind. In diesem Fall, alle, die Roberto auch mal so nah leben möchten wie ich, können das morgen auch machen. Und vielen Dank fürs Zusehen und vielen Dank fürs Interview, Roberto. Hallo, hier ist Blanco, Roberto Blanco. Ich sende liebe Grüße an alle Zuhörer von Vollalberg Online, Voll.at. Viel Spaß dabei und nicht vergessen, ein bisschen Spaß muss sein. Ciao.